Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder in der Kategorie Ich zeig euch meine. Und das sind heute meine 8 MAC Lippenstifte, die ich euch kurz vorstellen möchte. Und ich sag euch noch kurz etwas zu der Konsistenz und ob sie sich gut tragen lassen und lange halten. Wobei lange halten tun sie eigentlich alle. Beginnen wir mit meinem absoluten Lieblingslippenstift. Das ist Russian Red. Ich denke, das klassischste Rot überhaupt, neben vielleicht noch einigen von Yves Saint Laurent und Dolce & Gabbana. Ich liebe diesen Rotton. Ich denke, den gibt es auch schon sehr lange und sehr viele Frauen haben ihn wohl. Er trägt sich wunderbar, nicht zu trocken, nicht zu nass, hält super lange auf den Lippen. Ich kann nur Positives darüber berichten. Ich liebe die Farbe. Im Gegensatz zu Russian Red, der etwas bläulicher im Unterton ist, hat So Scarlet, ich glaube, das ist sogar eine Limited Edition Lippenstift gewesen, eher einen pinken Unterton und ist aber auch ein wunderschöner Lippenstift. Der nächste Lippenstift ist Bourbon. Er hat einen ganz minimalen braun-rötlichen Unterton, ist aber auf den Lippen relativ neutral und ich würde ihn schon fast, wenn man dunklere Lippen hat, als einen Nude-Ton bezeichnen, da man ihn eigentlich kaum auf den Lippen sieht. Und ich muss leider sagen, ich trage ihn somit am wenigsten, weil ja, er ist nicht so leicht zu handhaben, weil er nicht zu sehr vielen Outfits und Make-ups passt. Also nicht so mein Favorit. Definitiv ein Favorit von mir ist Rebel. Ein für mich Orchideeton schlechthin. Ein wunderschönes Violett mit leichtem Pink-Unterton. Bämt richtig auf den Lippen. Man muss allerdings auch die Courage haben, ihn zu tragen. Und ich glaube, viele würden da sagen, nein, um Gottes Willen, den trage ich nicht. Einen wunderschönen Rotton, den ich aber leider auch im Prinzip nie trage, ist Ruby Roo. Warum trage ich ihn nicht? Nun, er ist ein Matt-Finish. Das ist der Russian Red zwar auch, jedoch ist dieser extrem trocken und ich finde, er lässt die Lippen nicht sehr schmeichelhaft aussehen und insbesondere wenn man leicht trockene Lippen hat, ist der leider überhaupt nicht zu empfehlen. Also falls ihr einen guten Rotton sucht, dann lasst die Finger von diesem Farbton. Ein sehr winterlicher, dunkler Bärenton ist Hang Up. Mit ganz minimalem Blaueinstich und ein bisschen Schimmer, aber wirklich nur ein ganz wenig. Der sich auch sehr gut tragen lässt und den ich bevorzugt eigentlich wirklich nur im Winter trage. Noch ein Rotton, ja, ich habe es mit den Rottönen, ist Runaway Wet. Ich glaube, das war auch ein Limited Edition Lippenstift. Er ist ein wenig so ähnlich wie So Scarlet, allerdings noch etwas mehr ins Pink gehende. Und ansonsten sind die beiden sich aber doch recht ähnlich und lässt sich auch sehr gut tragen. Und zum Schluss nochmal ein fast Nude Lippenstift, der ein wenig ins Rosé geht, aber auch ein wenig ins Bräunliche. Das ist Cosmo. Cosmo lässt sich anders als Bourbon wesentlich besser mit anderen Sachen kombinieren. Zu Cosmo passen wunderbar goldbraune Amus, also Augen-Make-ups. Oder auch nur brauner Lidschatten. Es ist sehr zurückhaltend. Ein guter Alltagslippenstift, würde ich sagen. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!